Hallein, grenzüberschreitende Salzgewinnung. Salz, das weiße Gold des Mittelalters, sicherte über Jahrhunderte hinweg den Reichtum des Landes Salzburg. Salinen waren neben den Gold- und Silberbergwerken die wichtigsten Einnahmequellen der Erzbischöfe. Nachdem der Salzabbau am Dürnberg nach keltischer Zeit zum Erliegen gekommen war, wurde die Salzproduktion um 1185 wieder aufgenommen. Die folgenden Jahrhunderte waren immer wieder geprägt von Auseinandersetzungen zwischen den benachbarten Salzbergwerken Hallein und Berchtesgaden. Einer der Höhepunkte der Streitigkeiten war der sogenannte Salzkrieg im Jahr 1611. Im Zuge der Napoleonischen Kriege wurde Salzburg 1810 Bayern zugesprochen. Die Probleme schienen zunächst gelöst. 1816 kam Salzburg jedoch zu Österreich und die Konflikte entfachten erneut. Später wurde zwischen Österreich und Bayern schließlich die sogenannte Salinenkonvention festgelegt, die grenzüberschreitende Besitzfragen regeln sollte. Das Salzbergwerk Dürnberg durfte fortan auch über die Grenze hinweg auf bayerischer Seite Salz abbauen. Bayern bekam dafür Holz aus den Saalforsten im Pinzgau. Die Salinenkonvention gilt als ältester, noch gültiger Staatsvertrag Europas. Die Gültigkeit besteht bis heute, wenngleich die Salzproduktion am Dürnberg bereits in den 1980er Jahren eingestellt wurde.